Alle meine Freunde, wir sind wieder da. Nach einem langweiligen Part über Straße sind wir jetzt wieder so passend im Wald angekommen. Ja, sieht ja schon wieder ein bisschen besser aus. Und endlich geht es mal wieder berghoch. Ja. Wir waren eben quasi schon wieder ganz unten. Jetzt geht es so ganz langsam wieder berghoch. Jetzt stellt sich gleich die Frage, fährt er geradeaus oder links? Geradeaus. Links geht's geradeaus, sagst du, okay. Das ist ein nahmer Lager. Nur du hast einen Weg. Ortskern, okay. Mittelweg. Ja, mal gucken. Also richtig spektakulär ist das ja auch nicht hier. Kommt mal. Lass uns mal überraschen. Geht dann das Herz auf. So, das hat er irgendwie schon gemacht. Ja, aber das stimmt. Bei dem Ausblick, ne? Das heißt, wir gehen noch komplett hoch und rein. Dann haben wir den, wie heißt das, Ausblick über oder auf Bückeburg? Bückeburg. Ja, denn. Lass uns ja mal überraschen. Aber hier der frische Duft von gesägtem Holz ist auch nicht mehr hier. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Ja, so ist das. Ja, da hinten geht es jetzt richtig hoch, das stimmt. Oh, bevor ich nicht noch so eine Dinge reingezogen habe, so eine Fließjacke. Ja, das war genug. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Begleiter. Ja, auch mit Hund. Ach, Willi hat sich auch eine Actionkamera geholt, ne? Ja, und wofür, fürs Auto? Nee, fürs Unterwasser, fürs Schnorcheln zum Aufnehmen. Und so eine Maske, so eine Tauchmaske, über die über das komplette Gesicht geht. Aha. Hat er gestern aufgezogen? Ja, hat er schon? Nee, hat er gestern gezeigt. Ne? Aufgezogen hat er auch, klar, logisch, aber. Ja, und sieht lustig aus. Ja, oder? Das ist. Sieht halt ein bisschen komisch aus, aber. Ja, du kannst aber quasi normal atmen. Ja, wir werden es demnächst noch mal testen, wie die ist. Oh, die machen auch Fotos. Fahrrad. Hä? Fahrrad. Ach, hier ist der Porsche-Fahrer.
Achim, deine Hose. Ja, das ist normal. Was hast du? Der Mund fast über mir. Aber was ist denn jetzt da? Hör ich nicht. Ach, da musst du was holen. Moin. Ah, klappt das mit dir auch? Achim, seht's, seht's. Achim, seht's. Kannst du auch apportieren? Wenn ich ein Stückchen werde? Einen guten Mehr, dich liegen zu lassen, wenn was. Wollen wir mal abwarten, wer als erstes liegt. Nein, dann müssen wir ja da oben herlaufen. Dann sind wir auch mal parallel auf diesem Weg. Aber gut. Frag mich, was da oben ist. Ich sehe ja keinen Weg. Nicht wirklich, ne? Ja. Und dann? So, links halten. Dann kommt noch mal ein großes Reißchen. Ja. Da sind wir jetzt. Ja, da kommen wir gleich hin. Wie ist denn die Route hier, die wir hatten? Ja, 50 Meter höher. Ja, 13,83 steht hier. Ja, passt. Mal 14 raus, Minimum. Ja, ich habe mal die Route. Ich habe mal die Route geladen. Ach, noch. Ich kann so nachträglich noch laden. Dann siehst du, dass wir hier richtig sind. Siehst du, nichts von wegen daneben. Daneben. 50 Meter höher, parallel auf dem Weg. Aber laut Routing sind wir hier richtig. Ja, ja. Routing. Und wir sind jetzt auch richtig.
Ich hätte hier wahrscheinlich mal falsche GPS gehabt. Das ist ja in dem Wald, das ist immer so ein bisschen. Oh Mann, ja Mann. Ach, Scheiße, ich halt mal das hier. Richtig Scheiße. Hier fängt es an. So, Tristan, du Verräter, wo bist du? Ja, liegst wieder im Bett, gestern wieder gesoffen. Ja? Mann, 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 Mann. Hat schon gedacht, heute muss ich nicht alleine mit Achim hier rum. Ja, nix. Bisher haben alle versagt. Ja. Auf Guido, Tristan, Mann, Mann, auf keinen kannst du dich verlassen. Ja. So ist das. Oh, ich hatte Willi, der Tag wird kommen, dass Willi bettelt. Meinst du? Ich habe Willi gestern gefragt. Er hatte nur dicke Augen gemacht. Ihr spinnt wohl. Er liegt lieber im Bett. Sonntags. Obwohl, wahrscheinlich. Wer weiß, wie lange die gemacht haben gestern noch. Ja. Oh, was ist da unten denn für eine Hütte? Eine Wanderhütte. Ja. So, Kreuz, das geht geradeaus, ne? Glaube ich. Wir müssen runter. Runter? Runter. Zur Hütte. Zur Hütte? Ja. Nicht den Königsweg? Nein, natürlich. Ja, stimmt, hast recht. Nein. Da, hier steht rechts. Doch, hier steht rechts. Ja, wir müssen runter, ja. Königsweg, dasselbe. Ne, da ist der Königsweg. Da ist auch hier der gehen wir zum Eggeweg. Ja, guck. Alles sieht gut. Dann da hinten müssen wir dann hin. Alter, was ist denn das hier so matschig? Na stimmt, deine Hose ist ja schon dreckig, ne? Heute machst du es, wenn dann richtig. Ja, bis irgendwo vom Baum. Vom Überstieg. So. Also wie Hauptverkehrsstraßen hier. Was ist denn das? Mensch. Ja, hier muss aber ein Kreisverkehr hin, ne? So geht das. Ja, mach mal ein Foto, genau. Immer selbe Pose hier. Birk. Ja. Selbe Pose, andere Route. Ich komme schon mal vor wie Tanja am Strand. Mach auch mal selbe Pose. Mensch. Hey, jetzt geht's aber wieder hoch. Und dafür, dass man im Wald nicht laufen darf, ist ganz gut besucht, oder nicht? Ja, ein bisschen übertrieben. Na gut, wenn jetzt im Sturm hier. Das fällt ja nicht in zwei Sekunden um. Nein, das ist es ja. Kann man sich eigentlich noch zur Seite begeben. Ja, das ist auch mehr so, wie soll man sagen, pro forma, weißt du? Wenn dann was passiert bei irgendeinem, dann können sie sagen, ja, wir haben ja gesagt, ne? Soll keiner in den Wald gehen. Bla bla bla.
Oh. Pferde und ihre Reiter. Morgen. Hallo. Okay. Ja, ist ein Weg da. Warum nicht? Sag doch mal, geht gefällig selber zu Fuß. Mensch, so ist denn hier. Oberer Eggeweg zum Vorspringen nach Namen, Dorfmitte. Naja, komm. Kleinbremen, da war doch hier die. Da ist doch hier, wie heißt die? Der Bergbau, ne? Bergbaumuseum. Oder nicht? Ja. Mitreiten können, hinten drauf. Ja. Wir wollen doch nicht reiten. Wir wollen doch geritten werden. Mensch. Hier voll noch den Pferdegestank in der Nase. Irgendwie in den letzten Jahren meine Nase viel empfindlicher geworden. Nachdem ich aufgehört habe zu rauchen. Ja. Ich glaube, das Thema hatten wir ja mal. Ja, ich hab's gesehen. Hier ist auch wieder einer. Was? Ein Baumstumpf da, hier so ein Ast. Alter. Ja? Das ist glatt. Und rutschig. Ja, ja. Rutschig.
Na, dann schon wieder oben. Oder fast. So, setz mal ab. Was? Und Tempo kannst du mir auch geben vorne raus. Ah. Wasser? Ja, merci. Tempo. Ich muss dir mal so einen Brustrucksack holen. Ne? Dann kannst du selber rausnehmen. Wofür? Also genau, du hast ja auch einen... Ich hab doch einen Sparringspartner. Genau. Hier. Ja. Oder? So was Tolles wie ich hier. So am Gurt. Weißt du? Ja, hab ich auch schon überlegt, aber. Für 20 ja. Euro, ich glaube. Aber nee, das Problem ist ja. Regenschirm mitnehmen. Zweite Jacke mitnehmen. Ja, da muss aber nicht immer ran. Nein, muss ja nicht immer ran, das ist richtig. So. Weiter geht's. Ah, komm, Schätzchen. So. So, so muss das sein. Das ist eine richtige Aussicht. Ja, wir werden dies ja kein Schnee mehr sehen. Das ist ja irgendwer hat das gesagt, das wäre schon wieder vorbei. Nix. Also Kinder, als ich noch Kind war, dann war ich bis Ostern, habe ich noch Schnee erlebt. Oh, Ostern. Von Oktober bis. Ich glaube, im Oktober habe ich noch nie gesehen, dass es geschneit hat. Zumindest nicht bei uns. Nein. Im Oktober hatten wir da schon mal Schnee gehabt? Weiß ich nicht. Von A bis A. Von A bis A? August bis April. Ja, Alter! Oh, passt auch nicht. Ja, ist ein bisschen zügiger hier. Ja. Schön. Gut. 240. Das ist aber um Schneemann zu bauen, ist aber noch zu wenig hier. Ja. Was haben wir hier? Natur. Naturwaldzelle. Forschungszwecke. Aha, guck mal.
Aber das ist wahrscheinlich da unten, was da eingezäunt ist oder was. Ja. Stinkt gut hier. Ja, aber ich. Ja. Wie weit ist es noch bis zur Aussicht? Soll ich gerade gucken, ungefähr Kilometer. Ja, ja. Geradeaus Kilometer hier auf dem Kap. 900 Meter. Ja, ist sowas. Ja gut, wenn es berghoch geht, wie soll das denn? Danach muss wieder hoch. Das ist nochmal so. Denk an deine Etagen, das bringt alles auf die Etagen. Aber dafür sind sie noch zu großen Strecke. Da gibt es keine Etagen. Doch, da gibt es auch Etagen für. Das misst ja den Druck. Der Luftdruck, der verändert sich da ja. 10 Meter, weiß ich nicht. Ein Bar? Nee, das war ja mit der Wassersäule, nicht Druck. Ja, so viel haben wir nicht. Ja, dafür sind die dünnen ganz gut, finde ich. Ich sage, für so ein Wetter sind die top. Dann habe ich die dicken, aber die habe ich noch nie richtig nutzen können, weil es gar nicht kalt genug ist. Scheiße. Ja. Wir müssen doch nochmal in die Alpen. Ah. Ja. Ja, guck mal, solche Strecken laufe ich lieber als... Alter, willst du mich hier umbringen oder was hier? Das war schon ein Mordanschlag. Hä? Denk halt, ich habe alles auf Video hier. Das wird gleich live übertragen. Mann. Pass auf, Achim, fall da nicht nur runter. Spring. Was? Eieieiei.
Hier, pass auf. Das war kein Hund. Hunde. Nee, das war kein Hund. Oh. Nee. Rechts? Nee. Hier. Ich kann man nicht sehen hier. Doch, ein bisschen siehst du. Was sieht man denn hier? Siehst du nicht die Häuser oder was? Bist du blind? Nee. Siehst du die Gräber dort unten im Tal? Ist das jetzt hier der Aussichtspunkt oder was? Nein, komm, warte. Gut. Ich hatte schon Angst. Oh, da ist aber ein dicker Baum gefallen. Hast du damals eigentlich noch Peter Steinhoff gekannt? Wen? Peter Steinhoff? Sagt mir jetzt so nichts. Ja. Also, mit dem bin ich früher als Kind viel im Wald rumgelaufen. Polenjoe haben wir noch genannt. Polenjoe? Ja. An Herforder Straße gewohnt. Meter Höhe. Ah, Tendenz scheint, da geht es nämlich jetzt noch hoch. Was? Wir gehen noch höher. Da geht es noch hoch.
So weit kann es aber nicht mehr sein. Ne. Die Höhe geht auch aus. Hier, oder? Ja. Ja. Aber, oh, Alter. Alter Falter, wir können ja viel sehen. Ja. Also. Am nächsten mit dem Baum. So, weiter geht's. So, Schätzchen. So, wir machen jetzt mal wieder ein kleines Päuschen vom Video. Den Gipfel habt ihr gesehen. Ja, ja, ist leider nicht keine tolle Aussicht heute. Könnte aber jetzt vom Sofa aus sehen. Genau. Ja, braucht noch nicht mal selber hinlaufen. So. Bis später.